können ruhig sehen, was Ihr Vater alles an Schlechtigkeit aushalten muss. Kinder machen immer Eindruck auf Geschworene. Je jünger, desto besser. Aber das wollen Sie nicht morgen ansehen, oder? Ja, warum denn nicht? Da habe ich mir zur Hochzeit von unserem Buben machen lassen, von einem Wiener Schneider aus dem Ersten. Eben zu feierlich, zu städtisch und vor allem keine Abzeichen. Man sieht das Puzzle, man sieht sozusagen Pros, die Kontras, man kriegt die Infos und ist selber drinnen. Aber wird nicht so an der Hand geführt durch den Film. Und diese Idee der Zeugenschaft des Zuschauers, das war dann so die wichtigste Idee, die durchaus problematisch ist, weil das kann ja sehr schief gehen. Ja, im Jänner 42 gab es sogar einen bewaffneten Aufstand im Ghetto. Kommunistische Partisanen, aber sie fanden nicht viel Unterstützung. Es gab Verhaftungen. Die kommunistischen Partisanen haben sich dann der Roten Armee angeschlossen. Man kann also nicht alle Wiener als harmlos und friedfertig bezeichnen. Nein. Also es war das Schreiben sehr komplex, 60 Charaktere mit Bögen zu entwickeln, dass man sozusagen die wiedererkennt, dann das Drehen mit diesem großen Apparat und all diese Dinge und dann im Schnitt diese Unmengen an Material, die wir gedreht haben, dann irgendwie zusammenzukriegen, das auf eine Länge zu kriegen, die noch erträglich ist. Also die Herausforderungen, ich kann gar nicht sagen, was die größte war.